Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, ihr FIFA-Zocker da draußen. Ich bin's, Basti, oder auch Modern Consumer. Und heute gibt's eine neue Buy First Guide Challenge. Und zwar habe ich mir heute die türkische Liga ausgesucht. Das ist auch auf eure Kommentare hin. Ja, nimm nicht diese ganzen großen, normalen europäischen Standardligen, sondern einfach mal andere, die nicht so oft vorkommen. Das will ich jetzt auch machen. Diese Folge kommt die türkische Liga, nächste Folge kommt die russische Liga. Dann gucken wir mal vielleicht in die zweite Bundesliga. Das wäre vielleicht auch interessant. Schweiz und so weiter und so fort. Wir gucken dann mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mit der türkischen Liga an. Ich will jetzt gar nicht lange um den heißen Brei reden. Wir werden jetzt erstmal direkt wieder eine Formation aussuchen. Einen Manager habe ich schon reingemacht, den habe ich bei mir im Verein gehabt. Aber hier Kartal. Und wie immer, Namen werden bei mir falsch ausgesprochen. Aber ich versuche mein Bestes, ich gebe mein Bestes. Und mal gucken, was wir heute für eine Mannschaft da rausbekommen. Und vor allen Dingen, was für eine Formation. Ich mache Stopp in 3, 2, 1, los! 4-3-3, mal wieder ein 4-3-3-System. Türkische Liga und ich bin gespannt, was wir da so bekommen können. Liga, jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt muss ich auch vor allen Dingen ja, nach links gehen. Okay, Transfermarktsuche. Es geht los mit dem Torwart und ich bin gespannt, wer jetzt kommen wird. Es ist Zengin. Ein Türke auf jeden Fall schon mal. Ach komm, weißt du was? Den kaufen wir jetzt auch gleich so und dann ist gut. So, zack. Hoffentlich hat er jetzt wenigstens, na ja gut, egal, ich habe ja noch genug Karten. Chemie ist 0, Handy ist laut, auch sehr gut. Linker Verteidiger, Super League. Gucken wir, wen wir da bekommen. Cutlets, der war bei Hamburg, wenn ich mich total nicht täusche. Den hole ich jetzt, ich guck mal, was der so eigentlich kostet jetzt, 1300. Mal gucken, ich werde mir immer den günstigsten dann holen und dann gibt es immer wieder einen Cut und dann mal wieder nicht. Ja, da haben wir den guten Mann, Cutlek. Ich weiß nicht, ob er Cutlek ausgesprochen wird. Auf jeden Fall finde ich ganz gut hier. 71 Tempo, ja, 74 so defensive Physis. Das sieht doch alles ganz solide aus, also ist kein schlechter Mann. Gehen wir zur Innenverteidigung. Jetzt muss ich wieder hier neu einstellen, aber das dauert ja jetzt keine Ewigkeit. Innenverteidigung haben wir Civelli. Okay, 81 Physis. 51 Tempo, wie groß ist der denn? Oh, 1,95 Meter, das ist immerhin, da kann man sich jetzt nicht beschweren. Oh, was wir da noch so haben, hätten können. Civelli ist jetzt am Start. Gucken wir, wie wir als nächsten Innenverteidiger dazu bekommen. Hoffentlich ein bisschen was von Qualität. Kockmaz, okay, naja, immerhin nicht ganz so schlecht. Was hat der hier so, ja. Ich habe das ja mal irgendwann gemacht, dass ich eine Mannschaft gekauft habe und habe immer den ersten Spieler auch gekauft. Und was war denn das? Bundesliga, zweite Bundesliga war das schon mal. Habe ich eigentlich schon mal gemacht, muss ich sagen. Und habe ich halt den ersten gekauft und da waren dann Spieler dabei wie so ein Süle, glaube ich, war das. Und das war Bundesliga. Egal, auf jeden Fall den ersten gekauft für den Preis, den er da drin hatte und es war absolut übertrieben. Und da haben alle rumgemeckert und jetzt habe ich auch wieder gemerkt, kriege ich auch keine netten Kommentare, zum Teil, weil ich mir die Spieler halt günstig kaufe, aber ich wäre doch schön blöd, wenn ich mir dann den als teuersten da kaufe, weil der einer den für 5.000 reingemacht hat, obwohl ich den hier, wie ihr seht, für 4.000 bekommen habe, ne? Also das ist natürlich, na gut, das ist dann so meine Ansichtssache. Gut, gehen wir jetzt mal weiter, guck mal, was haben wir jetzt. Kommen wir jetzt zum rechten Verteidiger und ich habe ja auch schon mal ein Part Sieg statt Krieg gemacht. Da habe ich ja Galatasaray und Fenerbahce genommen. Also wer das sehen will, da habe ich halt auch schon mal mit einer türkischen Mannschaft im Prinzip gespielt. Gucken wir, wer hier kommt. Gönül. Ne? Zum Beispiel jetzt den für 5.000 kaufen ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so. Nicht ganz, oh, der hat aber schön hier, schön Tempo, defensiv ganz solide, drei Sterne, das ist doch, das ist mir doch gut. 3 von 5 Spielern sind schon mal türkischer Abstammung hier, das ist doch schon mal nicht schlecht. Das heißt also für mich, in der türkischen Liga spielen tatsächlich auch türkische Spieler, ja, das ist auch mal ganz gut. Das, glaube ich, kriegt man in der englischen und in der spanischen Liga geht es vielleicht auch noch, aber in der englischen Liga am wenigsten, glaube ich. Gut, gucken wir jetzt mal, was wir als ZDM bekommen. Nee, so nicht, sondern so. Melo, den habe ich sogar damals in meinem Team gehabt. Ja, dann holen wir uns doch mal Melo. Was hat der eigentlich? 3 Sterne, mittelhoch. Das ist sehr schön. Okay, Melo haben wir jetzt auf der rechten Seite, habe ich jetzt für 1.000 bekommen. Und ja, also der hat wirklich super Werte für die Position. Das heißt, mein defensives Mittelfeld auf der rechten Seite ist auf jeden Fall schon mal abgesichert.
Gucken wir mal, wer sein linkes Pendant ist. Da haben wir Hutchinson, okay. Wann, ey, ich bin gerade total geflasht. Es gibt kanadische Spieler. Da hätte ich ja mal Bock, eine kanadische Mannschaft zu machen. Aber da weiß ich gar nicht, ob man so eine zusammenkriegen würde. Hutchinson, das hört sich nach Gesundheit an, ne? Hutchinson, Gesundheit. So, das wären unsere anderen Spieler gewesen. Ja gut, gucken wir mal nach Hutchinson. Da haben wir den guten Mann Hutchinson für 600 Münzen jetzt gekauft. 4 Sterne schwacher Fuß, Angriffs- und Verteidigungsrate hoch, Tempo, alles so im 70er-Bereich. Also da bin ich mal gespannt, wie der sich dann schlagen wird auf dem Platz. Kommen wir zum nächsten Spieler, Super League als ZM. Hier wäre natürlich auch ein ZOM interessant, aber ich mache das jetzt so, wie es hier gekommen ist, dass wir dann genau das Richtige haben. Silla! Oh, der sieht eher defensiv aus. Ah, ich wollte da was Gutes. Silla, enttäusch mich nicht. Ah, komm hier, nimm mal den so. Silla, ey, da hätte ich echt gerne was anderes gehabt. Hier, so einer wäre ganz gut gewesen. Inan. Guck mal, ein Deutscher hier sogar dabei, ne? So 18 Sekunden haben wir noch. Jemals. Ja, der wäre auch gut gewesen. Jemals, alle. Alle, hier. Aydin. Inan. Alle wären gut gewesen, nur nicht der, den ich jetzt hier am Bieten bin. So, gucken wir mal, dass das jetzt hier... komme ich da noch hin? Oh Gott, jetzt muss ich zurückgehen. Aber egal, gut. Gucken wir jetzt hier nochmal nach. Und es scheint geklappt zu haben. Das Ganze. Yep. So, haben wir für 400 bekommen. Da kann man sich jetzt, glaube ich, nicht beschweren. Nächster. Also in die Mannschaft. Jetzt wird es halt ziemlich silberlastig. Da haben wir ihn. Zila. Und ja, erstmal der linke Flügel. Vorne wäre Emenike, glaube ich. Emenike als Stürmer, ganz interessant. Nein, das zählt jetzt nicht. Wir müssen natürlich hier erst in die türkische Liga gehen. Transfermarktsuche und da kommt Bruma. Nicht schlecht, Herr Specht. Das ist sowas, was ich immer brauche. Bruma auf der linken Seite. Bruma haben wir jetzt auf der linken Seite hier am Start. Damit ein weiterer Spieler von Galatasaray. Physis ist jetzt natürlich nicht so hoch, aber ich bin gespannt, ob der sich da gut durchquillen kann. Und durchquillen wie gequillt. Nein. Okay, gut. Wo haben wir es jetzt? Super League. Auf RF kommt jetzt dazu der unglaubliche Zengin. Schwede. Alter Schwede. Aber immerhin 4 Sterne schwacher Fuß, alles so im 70er-Bereich. Na gut, Zengin, holen wir uns den dazu. Und haben wir den hier gleich nochmal irgendwo, 900. Alter Schwede. Ach, ich suche den jetzt erstmal. So, Zengin ist jetzt hier auf seinem Platz. Für 350 Münzen habe ich den gekauft. Und jetzt kommen wir zum letzten Spieler. Und ich finde, bis jetzt hat es uns ja gar nicht so schlecht erwischt. Kommen wir jetzt zum letzten Spieler, den Stürmer der türkischen Mannschaft, Ligamannschaft, die ich jetzt hier bei First Guy gekauft habe. Es wird Webo sein, es wird nicht Bar sein, es wird nicht Emenike sein, es wird nicht Cardoso sein. Oh. Ja, Webo, was kann der denn eigentlich? Ja, okay, 1,81 Meter, ja, okay, also es ist besser als mein letzter Stürmer aus der französischen Liga. Und warte mal, komm hier, komm, machen wir das Ganze so. Und damit hätten wir dann das Team gleich komplett. Das überspringen wir jetzt noch ganz schnell. So, da haben wir das Team komplett. Webo vorne im Sturm. Und das ist meine Super League. Super League? Ah, Mannschaft. Heißt das Super League? Einfach nur Super League. Mannschaft auf jeden Fall. Am Anfang dachte ich noch so, ja, jetzt kriegen wir ja richtig viele Türken auch in die Mannschaft. Hätte ich mich richtig gefreut. Aber wie ihr seht, auch in dieser Liga ist der Anteil inländischer Spieler sehr gering. 3 Spieler haben wir hier, das ist echt ganz schön schwach. Aber trotzdem, die Chemie ist natürlich voll und ganz zufriedenstellend. Und mit der Mannschaft spiele ich jetzt ein Spiel. Wenn ihr euch das angucken wollt, werde ich das hier wie immer neben mir irgendwo verlinken. Schaut also gerne rein, wie es ausgeht. Bis jetzt lief es mit den Teams immer nicht so gut. Waren auch immer die ersten Spiele damit, muss ich ja sagen. Und ja, aber diesmal haben wir hier eine komplette Mannschaft mit mindestens silber seltenen Spielern.
Und von daher müsste doch was gehen. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ihr könnt gerne weiterhin Vorschläge in den Kommentarbereich reinschreiben, ne? Damit ich einen Zungenbrecher bekomme hier an der Stelle. Und abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr beim nächsten Part dabei seid. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr auch. Macht's erstmal gut. Bis dann. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer.